Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stalker. Und ich kann immer noch nicht fassen, dass es nicht mehr leckt. Eine kleine Einstellung bei Fraps. Naja. So, da kommt unserer, den Typen, den wir gerettet haben. Keine Ahnung, wie er hieß. Und dann werden wir erstmal hier versuchen, Wir werden die, Müllhalde hier mit denen beschützen. Von den anrückenden Banditen. Aber erstmal will ich die alle noch ausrauben. Vielleicht haben die ja noch was. Irgendwelche coolen Waffen oder so. Dann halt nicht. So. Na dann. Klar, ich komme immer rechtzeitig. Immerhin habt ihr mich ja gerufen. Was los? So. Ich helfe euch. Kannst mir doch schon was Interessantes erzählen, oder? Oh yeah, handeln? Nee, aber ich glaube, ich muss mir den ganzen scheiß Waffen loswerden. Ach scheiße, jetzt habe ich genau die weggepackt. Die ich in der Hand hatte. Oh yeah, Munition. Ups. So. Ich glaube, eine davon hat... Das ist noch voll mit Dings. Voll mit Muni, weil ich die gerade nachgeladen habe. Nee, hier mal richtig was nehmen. Mach, jetzt habe ich den nicht ausgerüstet. Ja, ja, ja. Uah, da steht da schon einer. Jetzt zieht's ja aber ab. So. Der zweite. Na? Da. Brauchst du dich zu verstecken? Wow. So. Wow. Bleib ich hier auch noch irgendwo hängen? Hallo? Kannst du mal einen Abgang machen? Danke. So. Perfekt, hat ja richtig gut geklappt. Ah, Hilfe, da steht da noch einer. Warum sagen die das? Ich bin hier schon fertig. Danke. Zufällig noch alle ausrauben hier. Und ich werde jetzt mal mehr angewöhnen, nicht die ganzen scheiß Waffen mitzunehmen. So, ich, leider kann ich nicht sehen, ob die... Scheiße, so kann man die natürlich nicht entfernen. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, welche ich in der Hand hatte. So, man braucht auch nur eine Schrotflinte. Gut, Mann. So. Die Pistole kannst du nehmen. Da bin ich da erstmal ausgerüstet. Aber dass sie diesmal alle nur von der Seite kamen, also wenn ich sonst gespielt habe, dann weiß ich nicht, hatte ich immer das Gefühl, die kommen von allen Seiten. Na, jetzt hätte ich die Waffe wieder mitgenommen. Ach, so ein Reflex, weil ich sonst immer, wenn ich das Spiel gespielt habe, habe ich echt alles mitgenommen. Ich habe immer alles mitgenommen, jede Waffe, alles verkauft und weiß nicht, war dann dadurch ein bisschen überreich. Aber ne, yeah. So, haben wir denen geholfen und was kriegen wir jetzt als Belohnung? Ah, eine Handgranate. Besser als nicht. Nee, natürlich nicht. So, sag was. Oh ja, ein bisschen Bargeld, natürlich. Danke. Cool. So, was kannst du mir denn erzählen? Was ist denn das hier für ein Ort? Oh, ne Müllhalde, na toll. Aber das hat man ja schon gesehen. Ah, oh, scheiß Banditen. So.
Sinn deines Lebens, ne? Das ist ja wunderbar. So, ja. Handeln können wir auch nicht, schade. Na, dann haust du rein. Bis denn. Tschüss. Ist das ein Bandit? Ja. Ups. Pump, Absicht. Oh, verdammt. Natürlich sind hier auch noch... Ah! Ne, jetzt sind mir zu viele. Ich hab gedacht, das ist nur einer. Ja, oh, haut darin. Oder... Warten ja auch schon wieder Banditen. Jo, na dann werde ich euch mal besuchen kommen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Na. Boah, da hinten geht's auch schon wieder rund. Es ist auch schon zu spät, wenn er immer geschossen hat. Hinter mir ist keiner, außer die, die ich schon vorher da war. Na, hier verstecken sich doch noch zwei. Könnt ihr bitte sterben? Scheiß Banditen. Ich kann die überhaupt nicht leiden im Game. Also nicht wundern, dass ich da so ein bisschen rigoros bin und alle wegschieße. Weil die mir irgendwie schrecklich auf den Sack gehen. So, dann rauben wir mal wieder alles aus. Munition kann man ja nie genug haben. Hä? Hey, eine Kiste. Hm. Naja, dann halt nicht. Ah, ein Artefakt. Was hat er denn da dabei? Gleich mal nachgucken. Nachdem ich hier weiter alles ausgeräubert habe. So. Ja, jetzt schießt du nicht laufend auf mich. Du vergeudest deine schöne Munition. Aber wenn du so viel Pistolenmuni hast wie ich, dann kannst du die ruhig umherwerfen. Oh shit. Der tut mir leid. So, dann gehen wir mal weiter zum Hangar, wie der nette Herr uns gesagt hat. Und da geht's auch wieder richtig ab. Wer mich hören kann, wir werden von Banditen angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Tja, dann helfen wir euch. Helft uns. Wir stecken knietief in der Scheiße. Die Banditen sind durchgedreht. Ist jemand in der Nähe, verdammt? Sind da bestimmt wieder andere. Ah, Glück. Ja, ja, ich helfe euch. Hilf uns zuerst, diesen Abschaum abzuwehren, Bruder. Wir unterhalten uns später. Na, mach ich doch gerne, aber erstmal kurz speichern, nicht, dass ich hier dabei noch drauf gehe. Wäre doch ziemlich uncool. So. Hier, nimm das Medikit. Kannst uns helfen. Ja, schieb mich doch nicht weg. Bin auf meiner Seite. So, werden wir hier mal die Pistole ein bisschen überstrapazieren. So. Na, läuft der Hüt mit der Pistole, wa? Ich wollte hier nicht die Waffe, sondern nur die Munition. Hier kannst du wieder haben und kannst du wieder haben. Ach! Wir haben... Na? Jetzt versteck dich mal nicht. Haust rein, tschüss! So. Gute Arbeit, Jungs. Wir haben sie ausgelöscht. Ruht euch etwas aus. Na, jetzt bin ich zu schwer. Uns so viel Munition brauche ich doch gar nicht. Aber ich kann es nicht lassen. Das ist für die Fort, da habe ich schon sowieso viel zu viel. Dann nehme ich lieber nur die MP5-Musik mit. Musik. Ha!
Oh mein Gott. Natürlich die Munition. So, was das? Das ist für die Ford, für die Pistole. Die brauchen wir nicht. Und das ist für die Viper 5. Oder auch MP5 genannt, aber die müssen ja hier, oder die Hälfte haben sie wieder anders genannt, die andere Hälfte nicht, aber ne, ist ja auch egal. So. So, was mache ich hier? Ich suche Informationen über Strelok, damit ich ihn danach killen kann. So. Ja, mit Sergei treffe ich mich doch. So, hast du noch was Interessantes zu erzählen? Ja, ja, zu Bage ich auch noch. Ah, nein, das kaufe ich auf jeden Fall. Lieber zu viel als zu wenig. Aber jetzt bin ich natürlich überladen. Ja. Bleibt mal ganz cool. Willst du vielleicht eine Artefakt kaufen? Ausdauer plus 36. Hier, das kannst du haben. Was war denn noch so schwer? 0,5 Kilo. Jetzt habe ich ja wenigstens Strahlenmittel, jetzt kann ich dir ein bisschen Wodka verkaufen. Ja, dann bin ich doch wieder gut im Geschäft. Vielleicht sollte ich auch mal hier was ablegen. Oh! Das brauche ich nicht alles. Den werde ich gleich anlegen. Oder das Artefakt werde ich gleich anlegen. Das brauche ich nicht. Davon habe ich viel Munition. Das eigentlich auch. Ja, die Schrot packen wir einfach mal weg. Energy Drink ist das weg, das, das. So. Sollte doch reichen, da unten ist irgendwo ein Versteck. Hm, zwei Kisten, oh yeah. Vielleicht befindet sich da drin was. Nein. Ja, nehme ich doch. So und so. Das sollte schon so gehen. Scheiß drauf. Jetzt hier erstmal weiter vorrücken. Immerhin müssen wir Strelok finden oder Informationen beschaffen, damit wir ihn endlich killen können. Aber ich würde gerne wissen, wer das ist und wer wir sind vor allen Dingen. Wir überleben da diesen fetten, heftigen Autounfall. Und das ist dann ein Feind. Und danach stehen wir dann einfach, naja, nicht direkt einfach aufgestanden, aber... Sie haben dieses krassen Unfall da überlebt. Und jetzt würde ich gerne wissen, wer wir sind und warum wir ihn killen müssen. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das erfahren. Da oben mit einer Schrot. Du weißt, dass du mich niemals treffen wirst auf der Entfernung. Hab ich gar nicht gecheckt, Alter, dass das hier so viel Action ist. Wow. Na toll, jetzt müssen wir schon wieder durchschießen. So. Hat er mich getroffen, Alter? Sitzt hinter der Wand. Muss ich hier wieder meine Scharfschützenpistole nehmen, oder was? Ja, endlich, ich hab davon so viel Munition, ey. Ach, verdammt. 400! Oh, shit. So. Jetzt war hier ein bisschen aggressiver vorhin. Kann ich ja mich hier nicht bieten lassen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Granaten werfe. Ich hab bis jetzt immer noch nicht geschafft nachzugucken. Ist natürlich ein bisschen bekloppt. So. Bist du tot? Boah, Klappe. So. Ist ja noch einer. So. Ah, die gute MP5, die richtet wieder alles. So, das ist die richtige Pistole, die richtige Munition, die ich haben will.
Und das ist die für die Ford. Ich werde dem Mann ein bisschen was geben, Alter. Ich werde niemals so viel Pistolenmuni usen, dass ich die wegbekomme. Da man ja sowieso später nur noch mit so einen Waffen hier rumläuft. Hoffe ich doch. Also, habe ich zwar bis immer eher geschafft, weil ich halt extrem alles ausgeräubert habe. Deswegen immer genug Muni hatte, aber eigentlich wollte ich ja hier mal ein bisschen anders spielen. So. Könntest du bitte drauf gehen? Vielen Dank. Ist das ein Artefakt? Ja, war. Sieht so aus. Cool. Liegt hier mitten so rum. Oh, so. Sind wir die auch los? Oh, sehr schön. Hat der eine AK? Oh. Tut mir leid, Boy. War nicht mit Absicht. So. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir ins nächste Territorium. Gucken, was uns da erwartet. Der gute alte Ladebildschirm. Oh yeah. So, aber der geht mir irgendwie jetzt schon auf den Sack. Gucken, was uns bei dieser heftigen Anlage jetzt erwartet hier. Okay, ich habe schon gedacht, du bist ein Feind. Zu zerstören. Was? Das Militär? Oh shit. Das ist eine militärische Luftangriffstruppe. Oh fuck. Und dagegen sollen wir jetzt kämpfen? Seid ihr verrückt? Wo ist denn der Heli? Oh fuck, sogar zwei. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn da machen? Ah, warte, fuck. Krass. Sollen wir hier gegen die kämpfen oder was? Das habe ich ja gar keinen Bock. Ja. Ja, hier so einen kleinen Krieg jetzt hier am Start oder was? Fuck. Und von da kommen auch noch welche. Ah! Ja, das kann ja was werden. So, dann werden wir jetzt leider wohl... Da sind Artefakte, die habe ich alle gesehen. Ja, ich mache gleich Mobs. Da ist noch eins, Alter. Drei Stück. Da ist noch eins dahinter. Krass. So, aber ich werde da erstmal speichern. Weil ich glaube, könnte schon gut abgehen jetzt hier. Ach, machen wir es gleich so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tut mir leid. Tschüss.